Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um das Dual Pen Device, also ein Penning Device, eine Manipulation im Stereofeld. Und was man damit genau machen kann, worum es sich da handelt, das erkläre ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, das ist das Dual Pen Device. Das ist relativ schnell erklärt. Einen Ausschalter, dann gibt es hier Presets, man kann hier den Namen nochmal ändern im Inspektor, dann gibt es die Fernsteuerung, die Modulation, dann gibt es einen Regler für den linken Kanal, einen Regler für den rechten Kanal und hier unten gibt es dann noch die beiden Optionen Equal Gain und Hybrid oder Hybrid. So, da komme ich jetzt gleich mal drauf zu sprechen. Oder gleich im Anschluss drauf zu sprechen, nämlich es gibt so ein grundsätzliches Konzept, was viele eigentlich wissen, aber was den meisten nicht so ganz bewusst ist, nämlich Penning. Penning kann man hier auch machen, wenn ich hier auf dem Kanal bin und hier diesen Penning-Regler nach rechts oder links schiebe. Das Ganze ist ja so, dass bei einem Stereokanal, gehen wir mal aus, von zwei Boxen. Eine rechte Box und eine linke Box. So, und wenn ich diesen Penning-Regler regle, dann ist das wie so ein Crossfader, der einfach nur sagt, okay, wenn ich den jetzt nach rechts schiebe, dann ertönt nur noch das Signal aus der rechten Box. Und wenn ich den ganz nach links schiebe, dann ertönt nur noch das Signal aus der linken Box. So, und das Ganze hat den wichtigen Hintergrund, dass eine Stereospur, die ich abspiele, und hier oben habe ich mal so eine etwas künstliche Stereospur erstellt, und ich, wenn ich die abspiele und dieser Penning-Regler, den ich ja hier auch im Tool zum Beispiel auch habe, diesen Penning-Regler, ist in die Mitte gestellt. Und dann höre ich nämlich. Höre ich die verschiedenen Sounds auf der entweder linken oder auf der rechten Seite des Kopfhörers oder der Box. So, und wenn ich jetzt nämlich hingehe, und das ist nämlich das Konzept von diesem Penning-Regler, und den Regler jetzt nur nach links schiebe, dann höre ich nur noch die linke Box. Und das rechte Signal ist komplett verschwunden, weil ich es hier ja ausgeblendet habe. Und genauso wieder andersrum. Wenn ich den ganz nach rechts schiebe, so, dann höre ich nur noch das rechte Signal. So, jetzt weiß ich nicht, habe ich gerade links und rechts verwechselt. Okay, ersteres war links, zweiteres war rechts. So, das heißt, wenn ich diesen Penning-Regler benutze, diesen oder hier den vom Tool, kann ich jeweils einfach nur sagen, ich spiele mehr Anteile von der linken Box oder mehr Anteile von der rechten Box oder nur den Anteil der linken oder nur den Anteil der rechten Box ab. Das heißt, wenn ich so einen Audio-File habe, wo ich auf beiden Seiten unterschiedliche Signale habe, dann entscheide ich mich für eines der Signale oder zu einem großen Teil dieser Signale. Ich schiebe nicht das ganze Signalfeld von rechter und linker Box mehr nach links oder mehr nach rechts. So, und hier kommt jetzt nämlich das Dual-Pen ins Spiel. Mit dem Dual-Pen kann ich linke und rechter Kanal sogar noch unterschiedlich voneinander bewegen. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und mir diesen linken Kanal nehme. So, und diesen linken Kanal kann ich jetzt überall hinschieben. Ich mache hier mal einen kleinen Loop, damit der das nicht in den anderen Bereich reingeht. Das heißt, ich kann diesen Bereich einfach im Stereofeld, ich mache jetzt hier mal ganz auf links, dann habe ich nur das Signal. Kann ich hier rumschieben. So, da das jetzt hier in den rechten Kanal rübergeschoben wird und ich hier das Penning nur auf links habe, verschwindet mir natürlich das Signal hier aus dem Stereofeld.
So, und das gleiche kann ich natürlich mit dem rechten Kanal machen. So, ich kann natürlich auch hingehen und sagen, okay, wenn ich so ein Signal habe und ich brauche das jetzt nicht als Extremstereo, sondern nur als gemeinschaftliches Signal, kann ich natürlich auf Mono stellen mit dem Tool-Device und kann dann höchstens noch gewisse Lautstärkeunterschiede hier erzwingen, sage ich jetzt mal. So. Das heißt, ich kann jetzt hier die Stereokanäle links und rechts unterschiedlich voneinander bewegen und kann natürlich auch sagen, ich möchte von dem linken und dem rechten Stereo oder von dem linken und dem rechten Kanal möchte ich beide Signale zum Beispiel nur links haben. Dann höre ich auch beide Signale. Im Gegensatz dazu, wenn ich hier nur rechts oder links auswähle. So, so ein Signal hat man relativ selten, so ein extremes Signal. Aber was man nämlich manchmal hat, ist zum Beispiel sowas, dass es ein Signal gibt mit einem Delay 2, einem Echo, das hin und her geschmissen wird. Und ich habe bei dem Echo hier mal das Crossfeed rausgenommen, sodass jetzt nicht der linke und der rechte Kanal sich gegenseitig Signale zuspielen. Das heißt, so klingt das Signal original. Und würde ich jetzt hier das Panning mit dem Tool auswählen oder nehmen wir einfach mal das Panning hier. Ich habe hier eine kurze Wiederholung und eine lange Wiederholung. Habe jetzt nur das linke Signal, dann höre ich nur dieses Delay. Obwohl ich ein Delay 2 habe, was mir mehr Delays eigentlich verschaffen sollte, in einem gewissen Rhythmus. Hier habe ich nur das lange. Wenn ich das wieder zusammenpacke, habe ich das wieder im Ganzen. So, den können wir ja eigentlich mal zumachen. So, und jetzt kann ich natürlich hingehen und kann sagen, ich möchte jetzt so eine Fahrt machen, und zwar nehme ich jetzt mal das hier noch mit rüber. Ich kann jetzt einerseits hingehen und kann sagen, ich möchte zum Beispiel das linke Signal nach rechts pennen oder in die Mitte. Dann kann ich die Echos beziehungsweise mit dem Originalsignal auf eine Ecke verschieben, oder ich kann die Echos auch wandern lassen, wenn ich das hier in einem Effekt Rack mache, sodass das Originalsignal durch die Mitte käme und das Delay könnte ich jetzt ganz gezielt mit dem Dual-Pen links und rechts verschieben. So, was ich hier jetzt natürlich auch machen kann, ich kann das hier auch mit einem Makro-Knopf hin und her verschieben. So, sodass ich das quasi als Stereo-Delay nehmen kann, aber das Delay dann Mono behandeln kann. Das ist so eine Sache. So, und worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, dann nehme ich dieses Device hier mal wieder zurück, ist nämlich Equal Gain und Hybrid. Das sind Wege oder wie soll ich das ausdrücken? Wenn man ein Signal von links nach rechts pennt und man hätte jetzt ein Signal, zum Beispiel das hier, nehmen wir einfach mal das, machen wir das mal einen Takt lang. So, und mit dem Tool-Device mache ich das jetzt einfach mal auf Mono. Das heißt, ich habe beide Signale in der Mitte und ich habe mir hier einen Makro angelegt, was mir das Signal auch in der Mitte zu 50% stellen kann. So. Und diese beiden Knöpfe machen nichts anderes, als wenn ich jetzt hin und her penne, dann gibt es so eine gewisse Regel. Ich habe links ein Signal und rechts ein Signal. Und wenn ich die jetzt einfach so übereinander schieben würde, dann dopple ich das Signal. Das heißt, das Signal würde stärker werden an der Stelle, lauter werden.
Und mit einem, das Equal Gain ist so ein Standard, wonach bei dem Panning von rechts nach links oder links nach rechts, egal wie, also von einer auf die andere Seite, in der Mitte das Signal, wenn beide Boxen quasi genau das gleiche Signal ausgeben, das heißt nicht nur die linke, nicht nur die rechte Box, wenn ich das mal demonstriere, vielleicht auch den richtigen Kanal auswählen. So, dann wird eine gewisse Lautstärkenanpassung durchgeführt. Und das ist dieses Equal Gain, so dass sich das Signal im Endeffekt von der Lautheit, also von der subjektiv gehörten Lautheit, sich gleich anhört. So. Und auch gleich laut bleibt. Wenn ich mir das jetzt nämlich mal angucke, ich habe hier mal auf genau 50% und ich lasse jetzt einfach mal das Ding hier durchlaufen und schaue hier mal drauf. Ich habe minus 7,3 dB im Mittelteil. So, bei Equal Gain. Das heißt, in der Mitte gibt es eine Lautstärke, die ist 7,3. Wenn ich es jetzt irgendwo anders hinpacke, an den ganz linken, habe ich minus 1,3 dB. Also wesentlich lauter auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn ich mir das nochmal angucke, auch minus 1,3 dB. So, und in der Mitte habe ich eine abgeschwächte Lautstärke, weil beide Boxen das Signal wiedergeben. So. Das heißt, beide Boxen geben das Signal wieder und dann wird die Lautstärke vom System oder von Bitwig einfach abgemindert. So, und bei Hybrid ist es so, dass die Lautstärke in der Mitte etwas lauter ist. Wenn ich das jetzt mal hier zeige, also Equal Gain war vorher die 7,3 dB in diesem Falle. Und wenn ich jetzt hier wieder bei 50% bin, habe ich eine höhere Lautstärke, Hybrid höhere Lautstärke von minus 6,5 dB. So, das heißt, ich kann, wenn ich einen Übergang haben will und mir hundertprozentig sicher sein möchte, dass dieser Rechts-Links-Shift, dass der in der gleichen Lautstärke bleibt, dann nehme ich hier so einen Equal Gain. Möchte ich den in der Mitte etwas präsenter haben, dann kann ich hier diesen Hybrid Gain oder Hybrid, diese höhere Lautstärke nehmen, sodass ich auf das Hinzuzeichnen von einer Automation, die die Lautstärke nochmal regelt, verzichten kann. Das ist der Unterschied zwischen diesem Equal Gain und dem Hybrid Gain. So, und generell einfach so diese Pen-Regler normalerweise von der Spur und von dem Tool-Device und von manchen anderen Devices sind nichts anderes als die Balance oder das Crossfading zwischen linker und rechter Box. Und mit dem Dual-Pen kann ich natürlich oder kann ich wirklich ein richtiges Stereo-Panning machen, wo ich auch die einzelnen Spuren getrennt voneinander pennen kann. So. Das war jetzt alles, auch wenn es ein längeres Video war, zum Thema Dual Pen, auch wenn das Device so ein bisschen unscheinbar aussieht, aber das Konzept dahinter sollte man verstehen, wenn man echtes Penning machen will, gerade wenn es dann um so Delay-Geschichten geht, wo man das gesamte Signal hin und her pennen möchte und nicht nur entweder rechtes oder linkes Signal. Oder wenn man tatsächlich Stereo-Files hat, die links und rechts komplett unterschiedliche Signale haben, dann wirkt das ein bisschen komisch, wenn man die tatsächlich auch links-rechts pennen will und dann hört man nur noch auf der einen Box das eine und auf der anderen Box das andere Signal, wenn das hin und her geschiftet wird. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ich hoffe, wir sehen uns in einem der folgenden Videos wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Thank you.